Captain, watch for clearance. We've been through worse. Get him! Get him! Get him! Switching gun to manual. That got a little messy. That's what you get, Cracker. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Battlestar Galactica. Ich freue mich mega auf diese Folge. Ja, es ist so viel los auf B-Seiten Gaming. Von daher, hat es ein bisschen gelegen. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen. Es ist eine Weile her. Und ich freue mich wirklich sehr, dass auch die letzte Folge so oft angeschaut wurde. Denn diese Serie liegt mir total am Herzen. Und schaut mal, das habe ich eben erst festgestellt. Man kann hier mit WASD im CIC rumlaufen. Kann man hier auch draufklicken? Leider nicht. Ist das geil? Hier sehen wir unsere Offiziere. Liste der verfügbaren Schiffe. Ist das geil, Leute? Ist abgefahren, oder? Sie hätten ruhig hier noch so andere Personen reinmachen können, die hier am Arbeiten sind. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Aber trotzdem, also das ist jetzt ja mehr, als ich irgendwie erwartet hatte. So, ich muss den Kopfhörer mal ein bisschen leiser machen. Ja, ich freue mich total auf diese Folge, muss ich wirklich sagen. Denn wir schreiten hier voran in unserer Kampagne. Wir klicken mal auf die Flottengruppe Daedalus. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte mal was anderes machen. Kann man das nicht irgendwie auch umbenennen? Muss hier. Auf jeden Fall reparieren wir die mal. Flotte reparieren. So, ich würde sie gerne umbenennen. Wieso geht das denn nicht? Na gut. Vielleicht kann man die Daedalus-Flotte nicht umbenennen. Okay, was liegt denn an? Wir gucken uns hier mal die Lage insgesamt an. Wir haben hier zerstörte Allianz. Das ist, glaube ich, das Broken Alliance DLC, ne? Diplomatie, Helios, das ist auch interessant. A high-level Leonist diplomat has been ambushed by monotheist sympathizers and requires extraction. Oh, Mantikor. Guck mal, eine Korvette. Sehr schön. Aber das soll jetzt nicht unsere Priorität sein. Kurz zur Lage der Flotte sozusagen. Wir haben einen Neubau, die Dion. Die habe ich der Daedalus-Gruppe wieder hinzugefügt, denn wir haben hier noch Punkte übrig gehabt. Wir haben eine Tutorial-Mission, Kapitel 5, MK2. Das klingt so ein bisschen nach einer neuen Viper. Und ich würde sagen, wir springen jetzt in das Scorpia-System. Ach, warte mal, ich will eben noch hier draufklicken fürs Briefing. Turns out Kane and Sinnen have a little side project going on with the Scorpia shipyards. Mark II variants of the Viper fighter. Geil. The Admiral is after a good news story after what happened at Caprica Terminal. Something to boost confidence in Colonial Fleet and keep the funding rolling in. Don't implicate me in Lucinda's spending spree. She still has 7 colonies waiting for their Jupiters. Anyway, the Scorpia shipyards could use some relief. As a primary manufacturer for many of the colony militaries, they're under constant harassment from Cylon forces. Sir, Kane wants Daedalus at Scorpia to double the workshop capacity for the first batch of Mark II Vipers. I'll have the FTL drives spun up and ready for your jump command. Ah, krieg ich Gänsehaut gerade, ne? Krass.
Oder ist es hier kalt geworden? Ich glaube nicht. Ich habe echt gerade Gänsehaut gekriegt. Geil. Ich freue mich total, Leute. Wir Bauplan Artemis. Ist das nicht die Artemis-Klasse? Ist das nicht ein Battlestar? Sieht man nicht. Verdammt. Ja, der erste Kampfstern muss jetzt langsam mal her. So, komm. Wir lamentieren hier gar nicht lang rum. 10 Dings hier. Was kostet die Welt? Hops. So, ja. Wollen wir? Okay. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, so langsam geht's ans Eingemachte, würde ich sagen. Aber wir sind, glaube ich, immer noch so ein bisschen in den Einführungsmissionen, habe ich das Gefühl. Ich weiß es gar nicht. Aber es wird wirklich Zeit, dass wir hier den ersten Kampfstern unter unserem Kommando haben. Dass wir halt auch mal Expeditionen aussenden können, um in jedem Cluster hätte ich dann gerne einen Kampfstern mit dazugehöriger Flotte. So. Also, wir sind ganz gut. Wir sind ganz gut dabei. Was können wir dann eigentlich hier noch machen? Wir können die mit Raptor ausstatten. Das muss nicht sein, muss ich ehrlich sagen. So, wir haben die Krios und die Kronos wieder. Die bilden, sag ich mal, unsere Speerspitze. Zusammen mit zwei Manticores, würde ich sagen. Ah ja, wir haben hier 5 Dreadis-Kontakte. Alter Vater. Ganz gut, dass wir hier die, wie heißt sie? Die Ionen. Hier mit reingetan haben. Ich überlege gerade mal. Ich hätte gern eine taktische Reserve. Die machen wir wie gehabt, die Koeos, würde ich sie nennen. Ich glaube, das muss ja alles immer ein bisschen griechisch klingen, ne, bei Battlestar. Und dann gehen hier die Krios und die Kronos, die gehen auf direkten Abfangkurs. Ich würde die aber ganz gerne in einer, ja, so in so einer Schlachtlinie quasi. Ruhig in enger Formation. So. Flankiert von 2 Manticores. Die hängen wir ein bisschen tiefer. So. Dann haben wir noch ein zweites Schiff, was ein bisschen hinten bleiben wird. Ein zweites Schiff, eine dritte, das ist die Dion, okay. Ich überlege gerade, ob wir die vielleicht mit Raptor ausstatten. Was haben wir hier? Torpedo. Oho. Ungelenktes Geschoss. Nee, sehe ich aber nicht so, bei ihr zumindest nicht. Und die würde ich gerne mit Raptor ausstatten. Dafür kriegt die Koeos, uppala. Die Koeos kriegt eine. Huch. Doch, ja. Eine Staffel Viper. Aber unsere. Ah, Mann, ich muss mir mal abgewöhnen, das hier auf der Map anzuklicken, sondern das eher hier anzuklicken. Die Kronos bekommt. So, warte mal, um jetzt hier keine. Ich würde sagen, die Krios übernimmt die Führung, weil dann haben wir das nämlich auch sortiert hier, ne? So. Die Krios übernimmt die Führung und die bekommt Torpedos. Zack. So, sehr schön. Dann würde ich aber trotzdem, wir gehen dann doch ein bisschen. So, ein bisschen höher, dass wir die Lenkwaffen besser abschießen können. So würde ich es machen. Hui. I'm very excited about this. So, Schluck Kaffee. Köstlicher Filterkaffee. So. Und Sprung. Es ist ein. Multiple Dreadis contacts, Commander. Scorpion Intel has already confirmed hostile bogies. I knew they were under pressure out here, but this is the worst I've seen the Scorpion shipyards. Incredible they can get anything done under these conditions.
Ist super gemacht, ne? Die Musik flasht dann auch immer total weg. So. Ich würde mir hier wünschen, dass man die Fahrt stoppen kann. So say we all. Wir machen dich mal als Vorhut hier. Zwecks Aufklärung. Die anderen... So, ein bisschen mehr Fahrt könnt ihr schon aufnehmen. So. Da ist auch noch ein bisschen Luft. Guck, die sind dann genauso schnell wie die Manticores. Geh mal nah ran, Kronos. Super gemacht, ne? Ja, genau, was ich eben sagen wollte, die Sprungsounds, ne? Also wenn die materialisieren nach dem Sprung, die sind aber anders als in der Serie. So, dich behalten wir mal hinten hier. Das ist ja die Dione, genau. Was wir dennoch machen werden, ist natürlich die Viper starten und die Raptor starten. Launching Raptors. Okay, Zug beenden. Fire control is warmed up and preparing solutions. Every single one of our pilots comes home today. Understand? So, Viper sind raus. Turbotriebwerker. Die stoßen jetzt ein bisschen vor hier, die Manticore. Yes, Commander. Sollen wir die wirklich frontal angreifen oder sollen wir ein bisschen... Nee, wir bleiben mal auf Kurs. So, Raptor, bewegen sich mal hier hin. Wir starten nochmal eine weitere Staffel Viper. Wenn da jetzt irgendwelche Gegner hier direkt vor die Werft springen, wären wir auch kacke, ne? So, dann Viper, Krios, Zielauswahl. So, das war das Letzte, wunderbar. Das war klar. Ziel auswählen. Squadron Target is confirmed. So, dann haben die Viper ihr Angriffsbefehl und Zug beenden. Das ist bis jetzt hier wirklich der größte Kampf, ne? So, Beschuss kommt rein. Stopp. Sehr schön. So, wir gehen jetzt hier Triebwerke aus und voll defensiv. Triebwerke aus, zack. Okay, dann geht die Krios, dreht hier nach Steuerbord weg. Und die Kronos folgt natürlich. Schön in Kiellinie. Das soll eine schöne Choreografie werden hier. Das sieht dann bei der Wiederholung richtig geil aus in der nächsten Folge. So, ich bin ja echt ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. So, du schaltest mal deine Triebwerke ab auch. Wir gehen aber hier offensiv und wir werden auch Krios, die gehen auch mal offensiv. Kronos genauso. So.
Okay, dann Zug beenden. IFF confirms unit is hostile. Switching down to manual. Oh. Das ist nicht so cool, dass die das jetzt abkriegt hier. Incoming. Und zwei Treffer. Zack. Jo. Machen wir so. Gehen runter. Wir bleiben offensiv. Jetzt haben wir die Raketen schon gefressen. Und hier gehen wir auch offensiv. So, ah, okay. Revenant. Vorne. Hinten 45. An den Seiten 45. Okay. Wir müssen die irgendwie von hinten erwischen. So. Dann würde ich sagen, wir verlangsamen die Fahrt mal ein bisschen. Yes, Commander. Oh. So. Und Kryos, zack. Die feuern auf die Revenant. So. Jetzt haben wir ja hier hinten noch eine Viper-Staffel. Nee, hier. So. Die nehmen einfach mal Kurs auf das Kampfgebiet. Mal gucken, ich weiß noch nicht, was ich mit denen mache. So, und du drehst hier deine Runden. Du bist die taktische Reserve. Man kann die ein bisschen aufschließen hier. Ach, da haben wir ganz schön viel Schiffe im All hier. In der Luft kann man ja nicht sagen. So. Was machen wir mit dir? Ah, guck mal. Die kriegt jetzt erstmal hier Raketen ab. Und die schießt aber auch mal Raketen ab. Genauso hier. Nur nicht zusammenstoßen. Wir gehen hier nochmal weiter runter. So. Wir werden den mal neutral machen. Die beschäftigt sich damit. Jawohl. Das machen unsere Raptor. Weiß ich noch nicht, was ich mit denen machen soll, ne? Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist auch da in den Rücken des Gegners. Wir können natürlich entern, ne? Das wär eine Möglichkeit. So. Und dann, weil wir haben ja hier auch Raketen, ne? Die feuern wir einfach hier in den Rücken. Okay. Auf geht's. One shot. Oh. One shot. God damn it. Nice. So war das. Oh. Greatest Kontakt. Commander, I'm seeing hostile contacts not engaged in the fighting. They appear to be scouting the Scorpio fleet's wreckages. They'll be scavenging for ammunition. Destroy the wreckages before the Cylons can turn our own slugs against us, Commander. Okay. Commander, a word? I don't often have the luxury of investigating field damage. A few moments of Videoaufzeichnung der Wachs could provide invaluable data. Aha. Eine Videoaufzeichnung. Wie mache ich das denn? Hier ist so ein Kreis. Ich muss einfach in den Kreis wahrscheinlich rein, oder? Adamant Wrack. Okay, was? Das können wir doch vielleicht mit der Raptor machen. Oder? Untersuchen Sie die Wraps. Wraps, genau. So, aber wir feuern trotzdem hier auf die Revenant unsere Raketen ab. Thank you.
Wo ist der Torpedos? Sollen wir mal Torpedos abschießen? Dann sehen wir die mal in Action jetzt, die Torpedos. So. Und der fliegt einfach immer auf die gleiche Position, wo das, wo die Krios vorher war. Dann fliegen die hier schön in Formation. So. Die müssen wir schnell rausnehmen hier, die Revenant. Okay, schauen wir mal, was hier geht. Den verfolgen wir. So say we all. So say we all. Die starten ihre Viper, um den hier zu unterstützen. Und ich würde auch sogar sagen, hier unsere Lenkraketen. Haben wir hier eigentlich auch Lenkraketen? Nee. Okay. Und dann würde ich sagen, wir unterstützen damit noch ein bisschen die Manticores. Ziel auswählen. Aber auch noch ein Ziel. Haben wir jetzt schön den Kämpfer verwickelt. Yes, sir. Yes, sir. Da haben wir ja auch neue Kontakte. Oder sollen wir... Nee, ich lasse das so. Hier nehmen wir ein bisschen Fahrt raus. So. Dann haben wir ja noch hier Lenkraketen. Ist eigentlich ganz geil, ne? Das so hintereinander und dann noch das höhenmäßig. So unterschiedlich zu staffeln, da können wir ganz gut feuern. So haben wir hier... Nee. Sollen wir die schon ausschleusen, die Raketen? Ich glaube nicht, nee. So, Torpedos gehen raus. Boah. Nice. Die haben alle getroffen. Nice, nice, nice. So. Und ich würde sagen, ja, das ist ganz gut so. Ist immer ein bisschen mehr Gas jetzt auch. Und dann greift hier die Dion, greift hier in den Kampf mit ein. Die verlässt hier die Formation. Können wir hier nämlich, ja, machen wir das so, zack, dann nimmt die hier die, was ist das nochmal, Talon-Klasse, okay, die Talon da hier aufs Korn. So, da gehen die Flugkörper raus, sehr schön, das war wieder sehr gut, dass wir hier eine taktische Reserve gelassen haben, um die Daedalus zu schützen. Das gibt eine geile Wiederholung, da freue ich mich schon drauf. So, die Viper sind unterwegs, unsere Raptor sind unterwegs. Aber wie ich dann so eine Videoaufnahme mache, habe ich keine Ahnung. Ich hoffe mal, da kommt irgendwas, wenn wir hier in das Zielgebiet fliegen. Wir schalten die Turbos an. Yes, Commander. So, dadurch gehen die jetzt in eine bisschen weitere Formation. Zug beenden. Manticore is taking damage. Sehr schön. Das funktioniert auch. Fighter incoming. Okay. So, dann werden die umgeleitet hier. Ziel auswählen. Wir haben hier Raider, die uns bedrohen. So. Okay. Firebolt stärken. Ja, und wie mache ich jetzt hier welche Aufnahmen? Ah, super.
Untersuchen Sie die Scorpia-Wracks. Ja. So. Wie viel Raider sind hier noch übrig? 8. Die sind hoffentlich nächste Runde dann ausgeknipst. So, wir starten eine weitere Viper-Staffel. Das ist kein Problem hier. So. Wir haben jetzt zur Not hier noch die Fregatte hier, um die Daedalus zu schützen. Und eine Manticore haben wir jetzt auch vor Ort, da können wir die Viper ruhig abziehen. Zack. Voilà. Ich glaube, wir müssen hier auch gar nicht mehr so. Obwohl, doch, wir lassen den nochmal auf Defensiv. Reparieren Technik. Reparieren. So, ah ja, okay. Hm. Hier werden wir mal ein bisschen offensiver. Und. Mit der Dion werden wir jetzt mal die Turbotriebwerke einschalten, dass wir hier mitten ins Gefecht, also in das Getümmel uns stürzen. Da kann die dann gut nach links und rechts wirken, ne? Müssen wir vielleicht dann hier noch tiefer gehen? Ich weiß es nicht, ey, keine Ahnung. Yes, sir. Okay, Zug beenden. I've got 3-4 upper 5 targeting. Boah. Da wird ganz schon was. Target acquisition maintained. Da wird ganz schön was ausgeschleust jetzt. Müssen wir gleich mal gucken. Obwohl, müssen wir uns, glaube ich, nicht nochmal extra angucken. So, Ziel Revenant, ja. Sieht irgendjemand von euch? Muss ich noch ein bisschen tiefer gehen oder wie ist das? Oder ich habe keine Ahnung, ey. Untersuchen Sie, warte. 2 Runden, na super. Ich kann halt Entern machen oder was? Fireballs dann. Muss das irgendwie ein bestimmter Schiffstyp sein oder. Keine Ahnung, ey. So, der ist geplatzt. Das bedeutet für die Manticore. Vor allen Dingen Turbo. So, und das bedeutet für dich, dass du wieder hier auf Station gehst. Jetzt haben wir hier noch eine Viper. Okay. So, ganz schön was los, mein lieber Mann hier. So, gucken wir mal. Rechts haben wir noch Panzerung, das ist gut. Wie sieht's denn bei dem aus? Der ist noch ganz schön fit, ey. Das wird sich aber hoffentlich jetzt ändern. Yes, sir. Ey, ist echt eine krasse Schlacht, ey. Wird eine bisschen längere Folge. Aber ich freue mich schon mega auf die Wiederholung, ey. Das wird, glaube ich, sehr cool. So, ihr habt die Turbotriebwerke immer noch an. Ja, machen wir auch. Wir kämpfen jetzt hier gegen 2 Raider. Macht wenig Sinn. Ziel auswählen. So. Genau, das passt. On it, Commander.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier mit den... Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Soll ich die entern oder was? Oder... Ramant. Rumpf. Verteidigen... Untersuchen Sie die Scorpio-Wracks. Soll ich einfach mit den Raptern hier mal entern machen? Weil ich soll irgendwie Videoaufnahmen machen oder was? Machen wir mal so. Hat er mal einen Wrack? Entern wir mal. Haben wir jetzt alles? Können sich hier mal auf einen Einschlag vorbereiten. So. Missiles incoming! Optimizing firing. Manticore is taking damage. Boah, die müssen wir mal aus dem Kampf nehmen hier. So, Wendemanöver. Yes, sir. Missiles sind noch nicht ready. So. Understood. Das ist eine Offensive, dass die mehr Damage macht. So, du hast den hier als Ziel. Du hast den als Ziel. Hier müsste doch, genau, hier ist jetzt noch eine Viper-Staffel. Ja, perfekt. Okay, und Vollschub, ach, habt ihr schon. On it, Commander. Ja, super, ey, das... keine Ahnung. Ach, warte mal, vielleicht... wenn wir jetzt hier draufklicken... Nee. I don't know. Weiß das jemand zufällig von euch, wie man sowas macht? Irgendwie? Oder was da jetzt gerade mein Fehler ist? Dann ab in die Kommentare damit. Was machen die Raptor jetzt? Die haben das jetzt ja hier gebordet. Ja, aber irgendwie jetzt irgendein Knopf, wo ich Videoaufnahmen machen kann, habe ich jetzt auch nicht. Ich glaube, jetzt Torpedos abzuschießen ist nicht sehr sinnvoll. Aber... Missile Tubes prepped. Das können wir machen. Die sind noch nicht ready. Weil die treffen, glaube ich, nicht die Torpedos, ne, auf die Range. So, wir gucken mal hier. Okay. Manticore is taking damage. Commander, I gave you an order. Ja, super. Sir, the commander was following up on a request from Sinnen for damage reports before. Mr. Quaid is not in command of this fleet, Lieutenant. Destroy those wreckages now. Ja, entspann dich mal halt, ja. Ich wollte die halt untersuchen. Aber ich weiß halt nicht, wie es geht. Müssen wir auf jeden Fall mal wieder runterholen. Und dann können wir hier schon mal die anderen Wracks zerstören. Hat er das Ziel hier schon angesichert oder was? Nee.
Ah, okay. Gezieltes Feuer, nein. So. So, die gehen auf die Raider, die gehen auch auf die Raider. So, warte mal, dann machen wir das mal anders. Du sollst mir hier nicht davonkommen. Könnten die Torpedos verwenden für das Wrack dann. So, helf du mal lieber hier denen. Die hauen die ab, oder was? Die sind hier alle auf Gegenkurs, ne? Mal dranbleiben hier. Das ist auch okay. Also den würde ich eigentlich ungern jetzt hier davon kommen lassen. Okay, mach mal weiter. Manticore is taking damage. We're gonna hammer these brackers so they can't get back up. Nice. Okay. So, die Raptor sind raus. Schau mal. Gezieltes Feuer. Die kloppen sich hier noch mit den Raidern. So, und ihr geht ja auf den da hinten, genau. Und dann gehen wir hier hart nach Backbord weg. So, und hier gehen wir mal ein bisschen neutraler, dass wir ein bisschen mehr Fahrt machen können. So, Raketen sind ready. Nee. Schießt natürlich auch auf die. Die ist nämlich hinten fast offen. Ist auch okay. Naja. Oh, müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt auf unseren Manticore hier. So, Türme, gezieltes Feuer. Zack. Was ist denn hier hinten eigentlich los? Ja, komm, du gehst da mal mit rein. So. Ja, da ist ganz schön was los in der Luft hier. So. Okay. Okay. Ziel auswählen. So. Da unten ist auch noch ein Wrack. Was haben wir denn jetzt hier für ein Ziel ausgewählt? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Irgendwie. Es ist ganz schön viel jetzt hier so an Symbolik und so, ne? Gezieltes Feuer, Wrack. So, ne. Da, gezieltes Feuer, so. Ja. Zack. Da hat er das jetzt gemacht, wir gucken mal. Boah, der dreht wieder rein. Manticore is taking damage. Ja, und das Wrack haben wir jetzt gar nicht bekämpft, okay. Weil die Geschütze nur noch zur Seite wirken, ne? Dann drehen wir. So, Zielen abbrechen, gezieltes Feuer. So geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Und dann würde ich gerne das... Jetzt ist es angewählt, oder? Ja. So, wir sind jetzt hier auch ein bisschen näher ran. Wir gehen mal auf Höhe. Und wir feuern jetzt mal unsere Torpedos. Oder sollen wir noch ein bisschen näher ran? Komm, wir feuern die. Zack.
Ziel auswählen. Adamant Wrack, ja, ist okay. So, dann schauen wir mal weiter hier. Komm, die können wir jetzt hier noch mit einsetzen, ey. Was soll das? Zack. So. Yes, sir. Nee. Missile tubes prepped. So, da können wir schön zwischen die gehen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viel Damage. Aber ich glaube, die haben nicht so eine starke Bewaffnung, ne? Das sind eher so Trägerschiffe, oder? Ah ja, von denen kommen die ganzen Radar-Staffeln hier, die sie da rausgespammt haben. Okay. Wir können ja mal. Hier, wir entern mal. Adamant is taking damage. So, Torpedos gehen raus. Gute Treffer. Ah, die ist ganz schön beschädigt jetzt hier. Oh, wir sind aber auch hier. Oben sind wir offen. Feuerkontrolle. So, dafür schicken wir jetzt die rein. Yes, Commander. Immer noch nicht kaputt, ne? Leider werden wir jetzt auch hier drauf feuern, das ist wichtiger. Und dann sollen die Viper das übernehmen. Hier. So, perfekt. So, dann können sich jetzt die Viper hier drüber hermachen. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich im Griff, den Kampf. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendeine Überraschung, aber das glaube ich eigentlich kaum. Nee, bleib du mal hier auf Kurs, dass du hier mitwirken kannst. So, wir gucken mal, haben wir irgendwo Raketen ready? Ja, hier. Komm, dann feuer da nochmal eine Salve ab. Zack. Koeos hat auch Raketen. Ja gut, die ist halt auch so weit weg, ne? Okay, hier haben wir auch noch Flugkörper. Sehr schön. Okay, Zug beenden. Gucken wir uns erstmal hier an, was hier los ist. Nächster Adamant-Wrack ist hier gerade geplatzt. Give me manual control now. What the frack? Commander, all hostiles are disengaging. Ah, shit. Admiral Kane isn't happy with us. Stop the Cylons from salvaging any more ammo from those Scorpion ships. Wir haben die nicht abgeschossen, ne? Scheiße. That was valuable data we could have used. She forgets she must prove this colonial fleet to the Quorum. Well, if the Cylons keep running away, maybe you can finally finish building those Jupiters. And build us one while you're at it. We could do with the firepower. Right, Commander? Trotz Übermacht, unbefriedigend, finde ich. Wir haben das große zylonische Schiff nicht zerstören können. Die sind weggesprungen. Wir konnten die Videoaufnahmen nicht machen. Es war, ja, ein verlorener Sieg, wie Winston Churchill einst zum Ausgang des Westfeldzugs sagte. Okay, ihr Lieben, lasst mir einen Like da und so weiter und so weiter. Abonnieren, kennt ihr ja alles. Ich bin der Basti, ich bin hier raus und ich hoffe, du bist nächste Folge wieder mit dabei und bleibst dieser Serie treu. Und ich hoffe natürlich, du bleibst B-Seiten-Gamer. Macht's gut, ciao, ciao.